Bitte schön, das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei der letzten Haushaltsdebatte haben wir viel über den Zusammenhalt der Gesellschaft diskutiert. Und auch in den letzten Wochen haben wir auch angesichts politischer Ereignisse auch in anderen Ländern über dieses Thema viel gesprochen und viel diskutiert. Und wir stellen uns die Frage, wie sichern wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Zeiten, wo sich unsere Wirtschaft schnellen Entwicklungen wie der Digitalisierung ausgesetzt ist, wo es Terror gibt in vielen Ländern, Krieg, wo die Welt globaler geworden ist und komplexer. Für viele Menschen ist das nicht einfach. Und wir wollen deshalb mit diesem Haushalt ein besonderes Zeichen setzen, dass uns der Zusammenhalt der Gesellschaft wichtig ist. Und das fängt bei der kleinsten Zelle der Gesellschaft an, nämlich der Familie. Dann geht es den Familien in unserem Land gut, dann geht es auch der Gesellschaft gut. Und deshalb fördern wir mit unserem Haushalt in nie zuvor dagewesener Höhe Familien in ihrem tagtäglichen Leben und Zusammenleben. Das fängt natürlich beim Finanziellen an, denn die wirtschaftliche Sicherheit und Stabilität ist natürlich die Grundlage eines guten Familienlebens. Das Elterngeld steigt um 200 Millionen Euro auf über 6,4 Milliarden Euro. Wir haben den Kinderzuschlag gerade jetzt zum 1. Juli erhöht und er wird noch mal erhöht werden zum 1. Januar. Der Kinderzuschlag, der so wichtig ist für die Familien, die arbeiten, damit sie eben nicht in Hartz IV fallen wegen der Kinder. Das ist ein wichtiges Signal an alle, gerade an die Familien, die es wirklich besonders schwer haben, weil sie nämlich gerade kurz überhalb der Hartz-IV-Schwelle ihr Einkommen haben, weil sie aber arbeiten, weil sie jeden Morgen aufstehen, ihre Kinder zum Kindergarten, zur Schule bringen, dann zur Arbeit fahren und diesen Spagat tagtäglich leisten müssen, das bei geringem Einkommen. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir den Kinderzuschlag deutlich angehoben haben. Wir haben das Kindergeld und den Kinderfreibetrag in dieser Legislaturperiode erhöht, auch den Freibetrag für Alleinerziehende. Und was heute in der Debatte schon öfter genannt wurde, auch der Unterhaltszuschuss ist uns ein wichtiges Anliegen. Markus Weinberg wird nachher auch noch mal darauf eingehen, aber Herr Wunderlich, nur zwei Sätze. Es ist natürlich wichtig, dass wenn man so eine Reform macht, dass die gut vorbereitet und auch besprochen ist. Und das betrifft die Finanzierung und das betrifft die Umsetzung. Und Sie können nicht sagen, das sind zwei Zahlen im Gesetz, die zu ändern sind. Das ist wirklich ein Hohn. Wichtig ist doch, dass wenn wir das ins Gesetz schreiben, dass es dann auch vor Ort umzusetzen ist. Und wenn die Zahl der Antragsteller verdoppelt wird durch dieses Gesetz, dann heißt das auch, dass wir in den Kommunen doppelt so viele Leute brauchen, die diese Fälle bearbeiten. Und die sitzen ja nicht da und warten nur darauf, dass sie endlich mal Arbeit bekommen und Anträge bearbeiten müssen, sondern das Personal muss eingestellt werden, die Anträge müssen bearbeitet werden. Und deshalb gehen wir davon aus, dass Bundesregierung und Länder gemeinsam zu einem Konzept finden, was genau das entwickelt. Jetzt ist aber gut. Bitte? Jahrelang spart ihr Personal ein und dann beschwert euch. Ja, das ist nochmal typisch Linke. Wir sparen Personal ein. Der Unterhaltsvorschuss wird in den Kommunen vor Ort bearbeitet und nicht vom Bund. Das heißt, selbst wenn wir jetzt noch 100 Menschen im Familienministerium einstellen würden, dürften die trotzdem nicht die Anträge des Unterhaltsvorschusses bearbeiten. Das ist Föderalismus und deshalb muss man alles, was man hier ankündigt, proklamiert und mit stolz geschwellter Brust dann auch ins Gesetzesblatt schreiben will, auch so machen, dass es vor Ort umgesetzt wird. Und daran arbeiten wir. Wir verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf dadurch, dass wir die Betreuungsinfrastruktur weiter ausbauen. Wir haben mehr Kita-Plätze, wir haben bessere Kita-Plätze, wir haben die Sprachprogramme in den Kindergärten. Und ich bin sehr froh, dass wir mit der Änderung des Kita-Sprachprogramms jetzt endlich auch die Kitas im ländlichen Raum erreichen, die nämlich bisher sehr schwierig zu erreichen waren. Mit dem Elterngeld Plus schaffen wir Zeit für Familie und auch das ist wichtig. Insgesamt fördern wir mit diesen Maßnahmen die Familie als kleinste Zelle der Gesellschaft und fördern somit das gesellschaftliche Miteinander. Miteinander wird aber auch an anderer Stelle gelebt. Und damit spreche ich das Miteinander der
Generationen an, das Miteinander der Bevölkerung, die in vielfältiger Weise ganz selbstverständlich, oft auch ehrenamtlich füreinander eintritt, wo sich gegenseitig geholfen wird, dort, wo es fehlt und wo man ehrenamtlich füreinander da ist. Stichwort Jugendverbände. Hier wird genau das gelebt. In Jugendverbänden engagieren sich Jugendliche ehrenamtlich, engagieren sich Erzieherinnen oder engagieren sich Erwachsene für Jugendliche. Und deshalb ist es total richtig, dass wir die Jugendverbände, auch bei den Jugendverbänden in den letzten Jahren, immer zusätzliche Mittel aufgestockt haben. Wir haben im letzten Haushalt 2 Millionen mehr draufgelegt. Und wir haben in diesem Haushalt das im parlamentarischen Verfahren nochmal gemacht. Sehr, sehr schade, da gebe ich Ihnen recht, dass das nicht bereits im Regierungsentwurf drin war. Aber wir haben es gemeinsam geschafft, die Gelder nochmal aufzustocken. Und das haben die Jugendverbände verdient, denn hier wird wirklich großartige Arbeit geleistet. Wir fördern die politischen Jugendorganisationen mit 1,5 Millionen Euro, unterstützen so, dass sich junge Menschen politisch engagieren. Und was besonders wichtig ist und mir besonders am Herzen liegt, ist der Bundesfreiwilligendienst. Der Bundesfreiwilligendienst, wo sich Menschen jeder Generation engagieren können für andere. 200 Millionen Euro investieren wir hier. Und auch die normalen Freiwilligendienste mit 92,6 Millionen Euro. Auch das ist Engagement, insbesondere von Jugendlichen, aber auch über die Generation hinweg. Das ist gelebtes Miteinander, ebenso wie in den Mehrgenerationenhäusern, die wir verstetigen, wo wir auch noch zusätzliche Mehrgenerationenhäuser schaffen. Und überall dort wird Demokratie gelebt, wird Gemeinschaft gelebt, wird gesellschaftlicher Zusammenhang halt gelebt. Und deshalb ist es wichtig und gut, dass wir genau an diesen Stellen auch den Schwerpunkt auf unserer Förderung setzen. Oft ist das Stichwort Extremismusprävention genannt worden. Wir haben hier über 100 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt. Und da will ich einen Punkt erwähnen, der mir sehr wichtig ist. Es ist gut, wenn wir vor Ort hier tätig sind. Aber wir alle wissen, dass Extremismus, dass Radikalisierung, dass Gewalt zunehmend auch im Netz stattfindet. Und deshalb ist mir wichtig, dass von diesen 100 Millionen möglichst viel auch in entsprechende Angebote im Internet fließt. Denn dort entsteht Radikalität, dort entsteht Hass, das Stichwort Hate Speech. Darüber diskutieren wir in diesen Tagen viel. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mit diesen Extremismuspräventionsprogrammen auch gerade das Netz, das Internet erreichen und die Jugendlichen und die Menschen, die sich im Netz bewegen, auch mit diesen Angeboten erreichen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass mit den Geldern auch Modelle entwickelt werden, um Extremismus im Netz zu bekämpfen, dass Modelle entwickelt werden, wie man lernt, Zivilcourage zu zeigen im normalen Leben, aber eben auch im Netz. Und das ist gar nicht so einfach. Das erfordert Mut, das erfordert Zivilcourage, das erfordert es, dass wir eben nicht die Augen zumachen, sondern hingucken, Lösungsstrategien entwickeln und auch die Menschen stark machen. Jetzt will ich nicht von dem Internet nur als bösen Ort sprechen, wo ganz viel Schlimmes passiert, sondern das Internet gibt auch vielen Menschen Chancen. Das Netz ist auch ein Ort, in dem man Hilfe finden kann. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir in diesem Haushalt auch hier neue Projekte fördern können. Meine Berliner Kollegin Christina Schwarzer hat sich unter anderem für ein Projekt sehr eingesetzt, Gewaltlos, ein Angebot im Internet, wo Männer und Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, Hilfe bekommen, wo sie sich austauschen können mit Experten. Ein Chat, der rund um die Uhr zur Verfügung steht. Und das ist wichtig, dass wir diese Angebote auch im Netz ausbauen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir mit diesem Haushalt gewaltlos.de erstmalig mit einer guten Summe fördern, genauso das U25, die Online-Beratung für suizidgefährdete Jugendliche. All das brauchen wir viel mehr als bisher, denn die Jugendlichen bewegen sich tagtäglich im Netz und deshalb müssen wir auch mit Hilfs- und Unterstützungsangeboten genau dort sein, wo die Jugendlichen sich bewegen. Deshalb brauchen wir die Angebote im Netz noch viel mehr. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin dankbar, dass wir das mit diesem Haushalt realisieren. Wir fördern damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Familie, aber eben auch in der Zivilgesellschaft. Und deshalb danke ich für die guten Beratungen und danke dafür, dass wir vieles erreichen konnten in den Haushaltsberatungen und danke Ihnen auch für die konstruktive Arbeit, die wir
nicht nur in den letzten Wochen, sondern im Prinzip das ganze Jahr über gemeinsam geleistet haben für die Familien in unserem Land und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Vielen Dank, Nadine. Schönen Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt haben Sie es mit mir zu tun, noch eine Weile. Und in